Yeti. So, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flavo und ich entschuldige mich für das verpatzte Livestream. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Normalerweise funktioniert das immer, aber diesmal nicht. Ich hatte auch diesmal sehr große Schwierigkeiten, die Videos, die ich mit der Capture Card aufgenommen habe, irgendwie zusammenzuschneiden. Jetzt hoffe ich, dass es hier funktioniert, ohne Geruckel und Leck. Ich wollte euch nicht mit einer Stunde Rumgeleck und Rumgeruckel hier frustrieren. Das hält ja kein Waschbär aus. Jetzt machen wir es so. Ich werde dieses Video, wenn ihr das jetzt seht, werde es als Live-Premiere einfach starten. Dann könnt ihr auch in die Chatbox was reinschreiben und einfach den Stream genießen. Das Hallo am Anfang war der liebe Splatboy, der jetzt auch einen eigenen Kanal hat. Und das war sein allererstes Video. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei. Und wir schauen jetzt rein, wie sich Kip mit auch bei Splatoon 2 mit Splatboy so geschlagen hat. Und wir gehen rein ins Geschehen. So, eins vorweg, ihr seht schon, hier sind auch irgendwelche Grafikfehler, irgendwelche Probleme. Irgendwie hatte das Video hier ein Problem. Keine Ahnung, an was es lag oder liegt. Vielleicht, weil in den letzten Tagen dieses Gewitter war in ganz Deutschland. Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, wie das Video so rüberkommt, ob es irgendwie immer noch stört und leckt und hin und her. So, Kip befindet sich auf dem Weg in die Lobby und wir gucken jetzt einfach ins Spiel rein und hoffen, dass es was wird. Und wenn es nichts wird, dann, tja, dann weiß ich auch nicht mehr. So, Splatboy ist in der Freundschaftsliste und es geht los. So, wie war eure Woche bisher? Zum Glück haben wir ja schon den ersten, den zweiten Tag der Woche sogar schon rum. In manchen, Städten ist ja schon wieder Schule. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start. Also die, wo Schule hatten, die, wo natürlich arbeiten gehen oder sonst irgendwas anderes machen, natürlich auch einen guten Start. Also ich hatte einen, ja, einen durchwachsenen Start. So, und Splatboy ist mit in der Liste drin und hat 11 Stufen, ist 11 Stufen weiter wie Kip. Na, dann bin mal gespannt, Kip, ob du jetzt hier gleich ein paar Tentakel fallen lassen musst, ja, oder was war denn das jetzt für ein komischer Spruch? Oh je. Egal, das Spiel geht los. Erste Runde und wir sind in der Molluskelbude. Das ist übrigens Kips Lieblingsmap, die hat irgendetwas. Ja. Das ist so eine Mischung aus Kletterpark und Fitnessstudio. Fitnessstudio würde ihm auch mal ganz gut tun. So, und Kip ist im Team Pink und Splatboy ist in der Gegner, im Gegnerteam und es geht los. Ja, Kip, wie ihr ihn kennt, er färbt wieder munter drauf los und munter ein, hat seine Ulti schon aufgeladen und setzt zum ersten Mal Tintenschock ein. Hat aber nichts gebracht. Er wurde schon weggesplattet nach nur einer halben Minute oder weniger als einer halben Minute. Und es geht weiter. Und diese Farben, guckt euch mal diese Farben an. Oh, das leuchtet so schön. Also ich kann mich nie daran satt sehen. Ja, ich kann mir das immer wieder angucken. So, jetzt muss er sich aber anran halten. Auch hier gilt die Regel, wer die Mitte beherrscht. Aber wo ist Kips Team? Kips Teammitgliedern sieht man momentan nichts. Boah. Und aus der Entfernung einfach weggesplattet mit einem Kenzer 52er Gallon, wenn ich es richtig gelesen habe. Und auch noch ein Regen, der gelbe Regen. So manche Ameise kann ein Lied davon singen. Wieder weggesplattet. Kip, was ist denn los? Das ist schon der dritte Wegsplatter innerhalb von 45 Sekunden. Und Kips Team ist schon in Gefahr. Es ist von Kips Teammitgliedern allerdings auch nirgendwo was zu sehen. Also Ariana hat es weggesplattet, aber Kip wurde nochmal weggesplattet. Wieder von einem Kenzer Galleon. Ich habe den Namen jetzt nicht lesen können, weil gelb auf gelb liest sich nicht so gut.
Jetzt heißt es wenigstens Punkte machen. Punkte fürs eigene Team, Punkte aber auch für sich selbst. Weil auch wenn man eine Runde verliert, die Punkte zählen trotzdem für den Stufenaufstieg. So, Ariane hat es nochmal weggesplattet. Jetzt über die Brücke rüber ins feindliche Territorium. Vielleicht kann Kipp noch die Lage irgendwie drehen. Er hat fast die 1000 Punkte erreicht. Und die erste Konfrontation mit Splatboy und Splatboy hat ihn mit dem Roller einfach, mit dem Medusa-Klecksroller einfach weggerollt. Das ist bitter. Das ist, ja, aber gut. Das ist eben das Spiel. Uff, eine Sepi-Sphäre ist explodiert. Die haben eine verdammt große Reichweite. Das ist mir schon aufgefallen. Also auch wenn man weiter weg steht, diese Sphären, die splatten einem einfach weg. Auch die Tintenschocks und wieder weggesplattet. Ich glaube, diesmal hält Kipp den mal wieder einen neuen Rekord im weggesplattet werden. Die letzten 10 Sekunden, wird es ein Win, wird es ein Lose? Na, da war wieder ein Gutland. Und kurz vor Schluss nochmal weggesplattet. Eieiei, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, erste Runde in diesem Freundschaftsspiel geht an das Team von Splatboy. Und Kip hat sich hier sehr wacker geschlagen. Nicht traurig sein. Ich habe euch ja mal erzählt, Kip ist ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Ja. aber so ist es nun mal. Man kann nicht immer gewinnen, man kann aber auch nicht immer verlieren. Und dabei sein ist alles. Deswegen ist seine Waffe jetzt schon bei kleiner Fisch auf Stufe 3. Er war mal auf Stufe 12 oder so, irgendwie mit Hammerhai und so. Und jetzt ist er stetig abgestiegen. Das ist natürlich sehr bitter. Also Respekt an alle, die sehr weit oben auf der Stufe sind mit ihrer Waffe. Das ist übrigens Kipps Primärwaffe. Also er nimmt diese Waffe eigentlich am meisten. Und da müsste er eigentlich richtig gut darin sein und auf der richtig hohen Stufe sein. Aber wie gesagt, er hat sehr, sehr viele Spiele mit dieser Waffe kurz hintereinander verloren und das sorgt dann dafür, dass eben die Stufe zurückgeht. Und das ist natürlich zu bitter. So, oh, Oscar ist auch dabei, ja. Da dann sind wir mal gespannt. Und sehr viele Spieler mit hohem Level. Und wir sind, was ist denn das? Ist das die Makrelenbrücke oder wie sie heißt? Na, egal. So, Kip ist im Team Erbsenpüree und Splatboy im Team Pflaumenmus. Und jetzt muss er sich anhalten, weil man will ja auch mal ein Spiel gewinnen. Aber es ist ja erst das zweite Spiel und da ist noch alles offen. Es geht ja um nichts. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist ein reines Spaß-Freundschaftsspiel. Übrigens habt ihr gehört, es gibt jetzt auch eine Splatoon-Bundesliga. Aber um in die hineinzukommen, muss man selbst ein Team haben. Und so, Splatboy hat er erledigt. Aber wurde auch selbst von der Sepsisphäre weggesplattet. Und um da mitzumachen, geht ihr am besten mal auf den Kanal von Destinycast. Da erklärt er das alles ein bisschen besser. Ich bin da noch nicht so gut drin bewandert. Aber ich habe mich da schon ziemlich eigentlich gewundert. Aber positiv überrascht war ich. Eine Bundesliga, das hört sich immer so nach Fußball an, wenn man Bundesliga hört. Eieiei, trotz Tintenschock hat es nicht gereicht. Er wurde noch im Schock weggesplattet. Sage ich immer so, wenn es mal ein Game wie Splatoon mal in die Sportschau schafft, ins Fernsehen, das wäre schon mal was. Es gibt ja schon von Sport 1 einen extra Kanal, der sich, also einen Fernsehkanal, einen Fernsehsender, der sich auf E-Sport spezialisiert hat. Für viele ist es noch immer so, dass es heißt, es ist eigentlich kein echter Sport, weil man nicht körperlich etwas macht. Aber wenn ich bedenke, dass zum Beispiel Schach auch als Sport gilt, ne? So, Ariana hat es wieder erwischt und Kip fällt ins Wasser. Ja, so kennen wir ihn. Aber wenigstens hat er die Goldfischkanone nicht in der Hand, ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Aber E-Sport. Aber ich bin mir sicher, in den kommenden Jahren wird das immer mehr sich auch als echter Sport etablieren. Weil das kann sowohl natürlich geistig sowieso, aber auch körperlich genauso herausfordernd sein wie der in Anführungszeichen normale Sport. Und gerade in Zeiten jetzt, wo es heißt, Hashtag bleibt zu Hause und
Corona und so weiter wird vielleicht dieser E-Sport auch immer wichtiger, weil es gibt ja schon virtuelle Autorennen und von der Formel 1, wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig sehen habe, wo dann manche Rennen auch virtuell ausgetragen werden. Oder in Form, ja, man kennt es, mit dem Klecksroller, nein, das war gar kein Roller, das war ein Disperser. Oder wird das Squid Party gespielt? Also wenn sie alle am Spawnpunkt stehen und dann so rumsquicken, das ist ein cool, drücken. Das ist natürlich nicht so lustig. Ja? So die letzte Minute hat schon eingebrochen und es sieht wieder schlecht aus für das Team Erbsenpüree. Da bin ich mir manchmal auch nicht so ganz sicher, machen das die Leute mit Absicht. Sehen sie vielleicht, oder ist jemand Bestimmtes im Team und dann werden wir mit Absicht verlieren. Oder so wie neulich, wo ich euch erzählt habe, wo jemand ein Herz reingemalt hat mit einem Pinsel. Keine Ahnung, jedenfalls hat es hier jetzt irgendwie so nach Absicht ausgesehen. So, oh, das sieht mal wieder nach einem Lose aus. Das tut mir wirklich jetzt leid. Ja, Oskar schüttelt den Kopf mit seiner tollen Taucherbrille. Piep hat es auch wieder auf Platz 1 geschafft. Er hat wieder am meisten eingefärbt und hoho, 4 Kills. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie Splatboy gespielt hat. Aber in der Gegnermannschaft, da war jemand mit 16 Kills. What the Funko? Also 16 Kills, Respekt. Da hat sich jemand aufs Killen spezialisiert. Gibt nämlich, ich sage immer, es gibt zwei Arten von Splatoon-Spielern: die Einfärbexperten und die Killer. Na ja, gut, und dann gibt es noch die dritte, die Version, die wo eben beides machen. Und so manche legen sich eben die Strategie zu, dass viele killen. Sorgt natürlich dafür, den Gegner so lange möglich davon vom Einfärben abzuhalten. Das Problem ist, wenn halt alle nur am Killen sind, dann wird eben auch nicht eingefärbt. Ja? Also da kann schon passieren, dass eine Mannschaft oder eine Frau schafft, ein Team, wo, was weiß ich, zum Teil über 10 Kills hat, trotzdem verliert, weil eben nur mit Kills beschäftigt ist. Weil wenn man irgendwo in Deckung steht und alle nur wegsniped, dann wird eben nicht eingefärbt, sondern eben nur weggesniped. So, und wir sind wieder in der Moluskelbude und alle rufen cool. Ja, aber nicht nur cool rufen, sondern auch jetzt mal hier einfärben. Das ist jetzt das dritte Spiel hier in dieser Freundschaftsrunde und Kip arbeitet sich mutig in die Mitte vor und wird sofort weggesplattet vom Agent B Dollar. Ja. Million Dollar People. Cool, jawohl. Na gut, Hauptsache es macht Spaß. Ich mache euch mal den Ton ein bisschen lauter, weil man will auch was von dem tollen Spielsound hören, und auch wenn er weggewatscht wird. Hier kommt ins Graf, ja. Oh, jeder Ultrastempel. Ach, du liebe Zeit. Gegen den kann man fast nichts machen. Obwohl Kip hat es schon ein paar Mal geschafft, den Ultrastempel auch mal außer Gefecht zu setzen. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil dem kann man eigentlich kaum entkommen. Oh, diesmal sieht es wirklich sehr gut aus. Sehr gut. Jetzt gilt es auf. Ja, und weggesplattet. Oh, da haben sie sich gleichzeitig weggesplattet. Kip und Splatboy. Und Kips Team dringt in die Gegnerseite. Ganz schön souverän vor. Jetzt heißt es, den Gegner abzuhalten über die Brücke, aber er ist schon drüber. Der Agent Dollar ist drüber. Es gibt noch ein paar Ecken, wo nicht eingefärbt sind. Jeder Quadratzentimeter kann Punkte bringen, kann entscheidend sein. Vor allem, wenn es so uneindeutig ist, wenn die und der Gegner hat die Mitte schon wieder unter Kontrolle. Ja, und zu wenig Tinte, ja, das ist natürlich doof. Kurz wenn ein Gegner vor einem steht und der Oskar mit dem Eimer, mit dem Dreier-Splasher dann direkt vor einem steht, man hat keinen Tinte mehr, dann, ja, das ist natürlich nicht so doof. Toll. Und der Gegner beherrscht gerade die Mitte, sehe ich. Das könnte noch eine Wendung geben zugunsten des Gegners. Die letzte Minute läuft. Now or never. So heißt der Soundtrack. Also, wenn die letzte Minute läuft, the final minute. Keine Ahnung, wie es auf Japanisch heißt, weil da wird ja Japanisch gesungen.
Wird der Japanisch gesungen oder wird da in Inklingsprache gesungen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ja? Oder in die Chatbox. Das wird, wenn dies eine Videopremiere ist, so die letzten 10 Sekunden. Oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt richtig spannend. Oh. Das ist knapp. Nein, es hat leider nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Es hat so gut ausgesehen, so in der zweiten Hälfte des Spiels. Und dann hat der Gegner Team Hellblau nochmal für sich das Spiel entschieden. So, die Kampfmodis wurden geändert. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. So, und weiter geht's. Wir sind auf den Muränentürmen. Auch so eine Hass-Map. Na gut, es kommt darauf an, welche Waffe man hat und welche Strategie man verfolgt. Ob man erst die ganzen Gänge hier einfärbt oder sich erstmal in die Mitte kämpft und dann die Mitte sichert. Kips Team kämpft sich hier jetzt sehr souverän nach vorne. Und ja, da läuft die Farbe auch schon an den Wänden herab. Übrigens für alle, die vielleicht Splatoon noch nie so gespielt haben oder nicht so eine Ahnung haben, also Wände einfärben gehen keine Punkte. Ich sehe gerade, Kip hat seine Waffe gewechselt. Er hat jetzt als Ulti, dass er ganz viele Bomben wegwerfen kann. Und Letizia ist weggesplattet, aber da wurde er schon von einem Kensa-Glexer weg erledigt. Da hat er jemanden, einen Zauberer oder einen Hexenhut auf. Aber keine Müdigkeit vorschützen, man muss sofort weitermachen und am besten mit Einfärben-Punkten. Am Ende zählt übrigens, was real eingefärbt ist und nicht, was man des Spiels eingefärbt hat, weil ja, Punkte auch mehrfach zählen, nicht mehrfach zählen, wenn Punkte auch zählen, wenn eine Fläche vorher bereits eingefärbt war. Ne? Aber am Ende zählt für den Sieg des Gesamtteams so, jetzt musst du die Ulti einsetzen, Kip, würde ich sagen. Ja, weil das macht auch schon, wirft die Bomben ab. Weil wenn man so einen Bombenhagel wirft, dann punktet man natürlich mit Einfärben und man hat auch die Chance, einen Gegner zu erwischen. So, ich glaube, die Mitte ist gesichert. Jetzt wird eingefärbt, jetzt wird noch das, aber Kip sollte sich jetzt vielleicht zu seinen Teamkollegen dazu gesellen und hier, jawohl, was sind das für Name? CS Losch Stern? Das von Name. Komisch. Hat er erfolgreich weggesplattet, wo er vorhin weggesplattet wurde. Und er bewegt sich in Richtung Spawnpunkt des Gegners. Jawohl, er wirft die Bomben, aber auch gelbe Bomben sind und Sharkman hat ihn weggesplattet. Der Sharkman, das klingt wie ein Film aus der Schmiede von Asylum. Er ist ein typischer Schläferz. Sharkman! Er kommt, um dich zu fressen. Ja. Vielleicht ein Sharknado-Fan oder so. Oh, da wurde Keep gleich zweimal weg eingeseift. Und ich halte gerade Ausschau, wo ist das Black Boy? Den sieht man jetzt gerade nicht. Ich glaube, er ist wieder im Gegnerteam. Höhenangst sollte man bei dieser Map nicht haben. Warum heißt das eigentlich Muränentürme? Muränen, das sind doch irgendwelche Fische, das sind diese Fische, wo so Stromstöße abgeben. Oh, schon vorbei. Das habe ich nie aufgepasst. Win oder lose? Na, endlich ein Win für Kips Team. Und da nennt sich einer Squid Party. Oh, Squid Party. Das sieht nicht so vielversprechend aus, weil Leute, wo sich schon Squid Party nennen, könnte gut sein, dass da auch Squid Party gemacht wird. Und ich glaube,
Splatboy war gar nicht dabei. Jedenfalls habe ich ihn nicht gesehen, aber jetzt ist er dabei. Und jetzt gucken wir. Ich mache vielleicht unten meine Kamera mal weg, dass man auch den Rest sehen kann. Ja, also Squid Party und auch Sharkman ist wieder dabei. Das heißt, es könnte sehr gefährlich und spannend werden. So, wir sind nochmal bei den Moräntürmen und haben blau, dunkelblau. Und Splatboy ist in Kips Team. Na, da sind wir mal gespannt. Aber auch Squid Party. Und ja, hoffen wir mal, dass Squid Party jetzt hier nicht Squid Party macht. Das sind übrigens, ja, übrigens so etwas wie die Trolle hier bei Splatoon, die wo mit Absicht hier nicht mitspielen, sondern bloß Squid Party machen. Ich weiß nicht, ob es ein Banngrund ist von Nintendo, ob da Nintendo schon irgendwas macht. Ich weiß, es ist ein Banngrund oder ein Timeout-Grund. Sharkman hat ihn weggesplattet. Sharkman ist ein Octoling, sehe ich gerade. Wenn man einen Verbindungsfehler hat, und das ist ja etwas, was man eigentlich nichts dazu kann, das ist ja nichts, was man mit Absicht macht. Und das ist ein Banngrund oder ein Timeout-Grund, also nicht lebenslang Bann, aber man kann dann ein paar Stunden nicht mehr spielen. Weil man klar, wenn man disconnected ist, dann ist es ein Nachteil für das System. Aber da kann man ja nichts dazu, das macht man nicht mit Absicht. Aber Squid Party, das machen ja die meisten mit Absicht oder eigentlich alle mit Absicht. Ich weiß nicht, ob das auch ein Grund ist, getimeoutet zu werden. Das ist vielleicht, weil es schwieriger auszumachen und zu registrieren ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob da jemand ein bisschen mehr weiß. Ich weiß, ich sage oft, schreibt in die Kommentare. Aber wenn ich eben nicht weiß, so kipp, versucht mal wieder die Wand hochzukommen. Ich muss es einer Verteidigung sagen. Kipp hat eine Steuerung, die schon ziemlich abgenutzt ist. Und das ist sehr schwierig. Ihr seht, es ist sehr schwierig, hier die Spur zu halten. Und da geht natürlich wertvolle Einfärbung, Kampfzeit verloren, etc. eigentlich gleich außen rumlaufen können. Das ist vielleicht mal. Wäre vielleicht mal Zeit, eine neue Steuerung sich zuzulegen. Ihr kennt ja diese komischen Steuer. Ja, gut. Er hat das Mädchen mit dem Hexenhut weg. Mit dem Zauberhexenhut weg. Die nutzen sich eben sehr schnell ab. Da haben schon andere Erfahrungen mitgemacht und gesagt, die nutzen sich sehr schnell ab. Dann bewegt sich zum Beispiel die Spielfigur, obwohl man gar nicht die Steuerung bewegt und haut die immer ab. Und dann, das kann natürlich auch zum Nachteil dann beim Spiel sein. Das ist auch etwas, was man selber nicht wirklich was dazu kann. Aber Kip, ich glaube, du bist gleich weg vom Fenster. Oh nee. Ah, der Ultra, der super Verunreiniger. Oh. Farbe fast direkt vor der Haustür. Jetzt muss Kip hier kräftig noch einfärben. Er hat fast die 1000 erreicht. Aber ich denke, das dürfte. Ah! Amanda hat sich bis zum Spawnpunkt von unserer Seite gewagt. Oh. Nicht mit Kip. Kip hat sie weggekippt. So schön hier noch die Wege weg. Wenn man jetzt zählt, in den letzten 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden. Oh, sieht nicht gut aus. Ja, das ist jetzt die Frage, woran lag's? Woran lag's? Lag es daran, dass Creep jetzt ewig lang an dieser Wand gebraucht hat? Oder lag es gar nicht? Man macht immer den Fehler, dass man irgendwie sich selber dann die Schuld gibt und denkt, oh, hätte ich mehr gemacht. Aber ich sehe gerade, Creep will die Waffe wechseln. Vielleicht wieder die Waffe wieder damit er den Tintenschock auslösen kann. Das ist übrigens das, was ich vorhin gemeint habe. Kip hat jetzt hier gar nicht so schnell rumgedrückt, sondern die Steuerung hat ihr irgendwie den Dispersator genommen. Die Steuerung hat er irgendwie gesponnen und dann, das kann schon nervig sein. Kofferfischlager ist auch als Map drin. Ja. Sind wir mal gespannt, ob wir jetzt in den Moräntürmen oder im Kofferfischlager landen. Blub, blub. Nochmal auf den Moräntürmen. Na. Und
Splatboy ist wieder im Gegnerteam mit dem Klecksroller. Und los geht's. Ein schönes Gelb. Gelb übrigens ist auch die Primärtintenfarbe vom Team Emperor. Oder Emperor. Wem sagt es jetzt was? Wem sagt es jetzt was? Jawohl, genau. Das ist nämlich der in Anführungszeichen Bösewicht oder Gegner in den Splatoon-Mangas. Und da gibt es eine tolle Geschichte dazu, weil Kip hat die Splatoon, das Spiel Splatoon überhaupt über die Mangas kennengelernt. Hat den Manga gesehen und hat gesagt, hey, da gibt es ein Spiel von, das ist ja cool. Und weggebombt, weggesplattet. Von der Semisphäre, oh, Splat Boy, ja, na oh, gut, sehr gut gemacht, ja. nein, was soll ich jetzt sagen? Und die Mangas, da gibt es geteilte Meinungen. Die einen sagen, ja, die sind nicht gut, die anderen sagen, die sind toll. Den Mangas versucht, den Mangas wird irgendwie versucht, so alles Mögliche von Splatoon 1, und ich meine auch Teile von Splatoon 2 irgendwie zu verarbeiten, also den Story-Modus und dann auch das mit den Octolingen und so weiter. Und der Emperor, oder das Team Emperor, das ist quasi so ein, na, willst du dich jetzt nochmal von Splat Boy weg? Das ist schon das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal von Splatboy weggesplattet, weggerollt. Und ja, also ich finde die Story von den Splatoon-Mangas ist ein bisschen flach. Also es ist jetzt nicht diese tiefe Story drin. Bis vielleicht darin, ja, warum ist der Emperor so leidenschaftlos? Also er ist so verbissen darauf zu gewinnen und bla bla bla. Aber es ist cool gezeichnet, es ist witzig, es ist auf jeden Fall für jeden Splatoon-Fan ein Muss, das im Bücherregal zu haben, also finde ich. Was ich aber mehr empfehlen kann, sind die Artbooks. Da gibt es jetzt auch schon zu Splatoon 1 und auch 2 Artbooks, und zwar mit Konzeptzeichnungen und Zeichnungen von den Maps und von den Waffen und so weiter. Und das ist wirklich richtig schön gemacht. Jawohl, ein Kill ist ihm jetzt wenigstens noch gelungen. Die letzte Minute läuft wieder. Und ja, die Artbooks, die lohnen sich also wirklich sehr. Was mir halt sehr gut gefällt und auch Kip sehr gut gefällt, das ist eben, dass Splatoon einfach so alles Mögliche abdeckt, was so ein richtiges Anime- oder Manga-Fan-Herz höher schlagen lässt. Und zwar die, wo sich jetzt eher so in Richtung Toony und cute und lustig aufhalten. Und eher in dem, weil es gibt ja auch eine sehr düstere Seite in der Manga-Szene, so beim Springen gleich wegsplattet. So, die letzten, und wieder von Splatboy, das war das vierte oder fünfte Mal. so, wir reden gleich weiter, wir gucken uns das Ergebnis an, weil jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst, wie es stimmt. Bisher hat Kip nur ein Spiel gewonnen. Ah, ja. Das war knapp. 48,5. Das war sehr, sehr knapp, also, aber trotzdem gewonnen. Also knapp, aber gewonnen. Und Splatboy war in der Gegnermannschaft der Beste. Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben zwei Urkräfte haben da irgendwie haben da irgendwie ein bisschen zueinander gefunden. Ja, hat Kip etwa seine Nemesis gefunden? Nee, Spaß, Nemesis ist eher der Feind und ich glaube nicht, dass Splatboy jetzt hier der. Oh, was rede ich? Ja. Nemesis ist, glaube ich, ein Ausdruck für einen gleichgestellten Gegner, also jemand, der gleich stark ist und wo man aber nicht weiß, ist es Freund oder Feind. Ich glaube, das bedeutet Nemesis. Ihr könnt es ja googeln und mich dann berichtigen. Ja. Ich glaube, es ist weder positiv noch negativ gemeint, es ist einfach ein gleichgestellter Gegner. Und ja, egal. So. Ui, da ist jemand auf Level 123. Das könnte natürlich, wobei das auch nichts aussagt. Also auch ein hohes Level muss nicht heißen, dass das jemand ist, wo ständig gewinnt oder wo alle Tricks drauf hat. Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt. So, ich wollte noch was sagen zu den Splatoon-Mangas. Und es ist ja eben aufgefallen, dass bei Splatoon so ziemlich alles abgedeckt wird. Auf was nicht nur Manga-Fans oder Anime-Fans stehen, sondern so generell Fans von eher so Toony-haften Comics oder Manga oder Trick-Filmen oder Spielen, wo alles so ein bisschen
ja, auf lustig, auf cute, auf toonyhaft gemacht ist. Und und diese Mischung mit diesen ganzen Outfits, also man kann ja auch Gasmasken haben und Gummistiefel und so weiter. Und das gefällt wirklich richtig gut. Das gefällt richtig vielen sehr gut. Manche Accessoires muss man sich ja verdienen, entweder bei Splatfest nicht, aber bei der Berg GmbH im Salmonrun. Und endlich haben wir mal eine andere Map, die Coverfish-Halle. Coverfish-Halle. Und da will mir einen Salmonrun, könnten wir aber mal zeigen. Ich habe noch keinen Salmonrun gezeigt. So, und es geht los. Und Kip ist hochmotiviert. Er hat jetzt bisher von wie vielen Kämpfen? Von 5 oder 6 Kämpfen nur 2 gewonnen. Deswegen muss er sich jetzt ranhalten, wenn er noch ein paar Siege davon tragen möchte. Wie gesagt, die Punkte werden immer gezählt, auch wenn man verliert. Aber die Waffe bekommt dann einen höhere Stufe. Und momentan ist er wieder ein kleiner Fisch. Vom Hammerhai zum kleinen Fisch. Und das ist natürlich bitter. Ja. So, der Octoklexer Replik hat ihn schon weggesplattet. Und wir sind wieder im Team Erbsenpüree gegen Team Flaumus. Ja, jetzt muss er sich da mutig vor. Oh. Ich glaube, eine Robobombe hat ihn erledigt. Ja, diese Robobomben, die sind auch so eine Geschichte. Ich glaube, die watscheln dann immer automatisch zum Gegner. Wenn sie nichts finden, dann explodieren. Oh, Semisphäre. Ist das Bloodboy? Ja, es ist Bloodboy, glaube ich. Und, ach, das war nichts. Er hat Tintendüser. Und Tintendüser erledigt. Und der Gegner ist fast direkt vor der Haustür. Oh. Vielleicht sollte Kip nicht am Anfang immer gleich so eine Curling-Bombe wegsplatten, weil die eben wegfegen, weil die nämlich sehr viel Tinte gleich verbraucht. Und es ist nicht immer gesagt, dass die auch da landet, wo sie dann was anrichtet oder etwas bewirkt. Es sieht momentan nicht so aus, dass das Team von Kip eine gute Chance hat. Die Seitengänge sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Die letzte Minute läuft. Ah, die Schwarmraketen, die sind es eben immer. Aber Splatboy hat ihn schon wieder, das ist jetzt schon das 7. oder 8. Mal überhaupt in dem ganzen Video, wo Kip Splat weggesplattet wird. Ich glaube, er hat Splatboy bisher nur ein einziges Mal erwischt. Nein, da kannst du nicht hoch, da ist eine Begrenzungsmal. Oder? Habt ihr gezählt, wie oft? Ah, jetzt haben sie sich gegenseitig weggesplattet. Der Medusa-Klecks-Roller. Oh. Es sieht bisher nach einem Unentschieden aus. So, die letzten 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. Win oder lose? Oh. Oh. Das war mal wieder ein Lose. Ja, Kipsblatt auf Platz 2. Also er hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Aber weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Ist auch ein kreativer Name. Stern, Stern, EE, Stern, Stern. Er ist Dani. Manche haben in eckigen Klammern so vorne dran was stehen, so RS oder auch Wut oder so. Weiß jemand, was das bedeutet? Oh, ich sehe gerade, wir haben eine Unterbrechung. Also es geht gleich weiter. Bleibt dran. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. So, manchmal sind so kleine Unterbrechungen drin, weil das übrigens das eine Aufnahme ist. Es ist also nicht ein Live-Spiel, es ist eine Aufnahme und ich moderiere hier lediglich. Das Spiel fand am Sonntag statt. Das war, welches Datum war das?
Sonntag der 14. Juni 2020. Für die Leute, wo das jetzt hier im Jahr 2050 oder so gucken. So, und los geht's. Alle rufen cool, cool, cool. Ja, macht aber nicht nur Squid Party bitte, sondern spielt auch, weil Kip ist ein sehr schlechter Verlierer. Und wenn er verliert, weil andere sich keine Mühe geben. Und ja, das, ich muss immer an dieses katastrophale Spiel in diesem Skaterpark denken, wo Kip ganz alleine war. Das war aber da, lag aber daran, weil alle seine Mitglieder disconnected waren. Und er war da am Ende alleine. Davon gibt es, ja, leider oder Gott sei Dank keine Aufnahme. Leider, weil das wäre bestimmt auch mal ganz lustig zu sehen gewesen. Aber jetzt, wo wir eine Capture Card haben, können wir mehr aufnehmen, weil damals hatte Kip keine Capture Card und war auf die 30 Sekunden Aufnahme von der Nintendo Switch angewiesen. So, weiter geht's. Ich habe jetzt übrigens schon wieder nicht aufgepasst. Ist Black Boy jetzt in unserem Team oder im Gegnerteam? Ich bin einfach eine olle Glaselstrippe, sonst wäre das nichts bei einem Job bei der Sportschau. Ja. Oh, Sternchen, Sternchen, EE. Oder sind das Eurozeichen? Hat ihn weggesplattet? Übrigens, man weiß auch nie, welche Leute sich hinter manchen Accounts verbergen, weil man kann den Namen auch ändern und wieder zurückändern. Also es kann auch sein, dass hier ganz bekannte Streamer oder Gamer hier mal ganz entspannt zocken wollen und wollen nicht dann als, weiß ich nicht, als Domtendo oder so erkannt werden. Ja, das kann dann gut sein. Ah, ist Bloodboy erledigt. Ein Doppelkill für Kip. Deswegen ist es gut möglich, dass Kip auch schon hier, oder dass wir auch schon hier gegen bekannte Leute gespielt haben. Übrigens, vor ein paar Tagen hatte Kip ein Spiel bei Clash Royale. Das ist so ein Handy-Game. Ihr kennt bestimmt Clash Royale. Und da war mal ein Gegner, der hieß Beauty Pie. Also da hat er auch genauso geschrieben wie der Beauty Pie. Dieser mit über 100 Millionen Abonnenten und so weiter. Ob es natürlich der echte Beauty Pie war oder ob es jemand war, wo es sich nur so genannt hat, keine Ahnung. Kip hat ja auch mal gegen Domtendo gespielt. Ja, aber das war bestimmt nicht der echte, weil, wie gesagt, wenn ein Name jetzt nicht wirklich hundertprozentig irgendwie markenrechtlich geschützt ist oder gesperrt ist oder so, vielleicht gibt es auch Namen, die gesperrt sind, keine Ahnung. Dann kann sich ja jeder nennen, wie er will. Ja? Und dann, wenn man dann irgendwann sieht, oh, da spielt ein Unge, das muss dann nicht unbedingt der Unge sein. Ich glaube nicht, dass das Unge Splatoon spielt. Jedenfalls hat er wie heißt es, bei Smash, wenn er gegen einen Inkling gespielt hat, immer gesagt, du, der Stinkling. Ja, und das spricht nicht gerade dafür, dass er die Inklinge gut leiden kann. Aber es kann auch sein, dass er sie bei Smash nicht leiden kann. Das kann natürlich auch sein. So, die letzten 10 Sekunden. Team Blau ist in Gefahr. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und blub. Ich glaube, das ist eindeutig. Ja, das ist ein eindeutiger Sieg für Keeps Team. Und ich sehe gerade, nein, Splatboy war im Gegnerteam. Aber auch da der Beste im Gegnerteam, also am meisten eingefärbt, am meisten Leistung gemacht, am meisten Punkte gemacht, aber leider hat es nicht gereicht, um den Sieg für das Team davon zu tragen. Und wie viel steht es jetzt? Ich glaube 3 zu 4 für Splatboy, oder? Habt ihr mitgezählt? Habt ihr mitgezählt? Da können Sie ja gerne mal reinschreiben. Ihr könnt übrigens auch reinschreiben, wenn ich zu oft sage, ihr könnt es reinschreiben. Also das ist natürlich dann auch in Ordnung. Bloß, wir fangen jetzt hier nicht zum Quatsch an mit 1 in den Chat und 2 in den Chat und 0 in den Chat. Das ist dämlich. Ja, so viele Zuschauer werden wir nicht haben, dass ihr jetzt dann alles mit Einsen und so. Also ihr könnt ruhig Sätze ausschreiben und so. Also ja, so sind wir hier nicht drauf. So, naja, noch nicht. Vielleicht eines Tages, wenn wir 100.000 Abonnenten, sagen wir 100.000 Abonnenten. Ich kann es ja kaum fassen, dass wir 1.000 Abonnenten haben. Ich kann mir nicht vorstellen, 100.000 zusammen, also 100.000 Leute. Das ist ja eine Kleinstadt, oder? Oh, von einer Million ganz abgesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Million Leute so einen Quatsch hier angucken. Aber man weiß ja nicht, ja. Also deswegen hier meine Liebgemeinde, bitte. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Stream bzw. die Videos immer teilen, liken, teilen, kommentieren
Und wenn ihr noch reinschreibt, ja, lösch dich, nein, das war natürlich ein Scherz, natürlich keine Beleidigung, wir sind hier alle ganz lieb, aber teilen wäre sehr nett. Wenn es euch gefallen hat, mit euren Freunden teilen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann teilt es eben mit den Feinden. Ja, ist vielleicht mehr wert wie ein Daumen nach unten. Ja. Und jawohl, wir sind wieder in der Lieblingsfarbe Blau. Richtig, richtig cool. Oh, richtig. Oh, blau. Also Blau steht uns immer noch am besten, finde ich. Richtig schönes Blau. Es gibt, was mir bei Splatoon gut gefällt, ist, dass es mehrere Farbtöne gibt. Also ihr seht jetzt hier gerade, ich meine, es ist Azurblau. Oder es gibt ja auch das Türkis oder dieses Pastell, also Pastelltöne. Warum hast du jetzt hier einen Tintenjob? Da ist doch niemand. Tintenjob verschwendet. So, der erste Kill an Sternchen, Sternchen und wieder zurückgekillt von. Den Namen kann ich nicht lesen. Flip, Fripp. Also, es war nichts Bloodboy auf jeden Fall. Bloodboy hat, glaube ich, die ganze Zeit über seinen Kenzer-Klecks-Roller als Waffe. Das war ein Zapos, Zapdos, 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 Zapdos. Ah, egal. Ist ja auch gewurscht. So, ein hat er wegsplatten können. Oh. Also, jetzt läuft das Spiel gerade mal eine Minute oder so und Keep hat schon fast 600 Fairpunkte. Das sieht sehr gut aus. Ohne Sepi-Sphäre jetzt schnell und was angegriffen, schnell den. Ja, gut, es hat nichts gebracht, aber auch also solche Ulti-Waffen können, wenn sie schon nicht killen, können sie zumindest dafür sorgen, dass sich Gegner von einem fernhalten und wieder zurückgehen. Also, so ein Tintenschock, den will man nicht abbekommen. Wobei, welche Ulti-Waffe ist so die stärkste, was es Killen angeht? Was ist da die stärkste? Die Boya-Bombe ist ziemlich stark. Die kann man nämlich. Das ist übrigens so eine Waffe, wo man überall hin abfeuern kann. Bei Splatoon 1, da gab es das Team Inferno. Das ist, da konnte man dann auf der Map einfach überall draufklicken. Aber da, wo man im gegnerischen, auf der gegnerischen Seite oder so, egal wo, drauf tippen. Und dann kam das Team Inferno. Also wie wenn man da eine Bombe irgendwo abwerfen würde. Das war ziemlich cool. Warum sie das nicht mehr haben, finde ich ein bisschen schade. Aber man kann ja mal wieder Splatoon einspielen. Wenn ihr das wollt, können wir mal wieder Splatoon einspielen. So, die letzte halbe Minute und Team Blau ist in Gefahr. Es sieht nach einem Lose mal wieder aus. Es sieht aber so, es sieht relativ ausgeglichen aus. Noch ist, glaube ich, alles drin, aber Kip wird hier ziemlich engagiert angegriffen und er kam wieder nicht dazu, seine Ulti-Waffe einzusetzen. Jetzt haben wir, glaube ich, halbe halbe. Noch ist es drin zu gewinnen, aber die letzten 10 Sekunden laufen und 4, 3, 2, 1. Das war's. Ende, Ende. Ja, das tut mir leid. Das tut mir echt leid, dass man auch in der Lieblingsfarbe verliert. So, also das war das letzte Spiel. Ja, und wir gehen mal wieder. Ich gucke mal, ob ich ein schönes Hintergrundbild finde. Moment. So, ja, das war's dann heute mit Splatoon spielen mit Splatboy oder beziehungsweise das meistens gegen Splatboy, dein Freundschaftsspiel. Ich glaube, Kip hat die meisten Spiele verloren, also mehr Spiele verloren als gewonnen. Ich glaube, es waren drei Siege dabei. Und aber wie gesagt, gewinnen ist nicht alles. Mitmachen zählt auch und wir hatten trotzdem sehr viel Spaß und seid froh, dass ihr den Tobsuchtsanfall von Kipp nicht mitbekommen habt. Wir gucken uns nochmal an, wie er getobt hat. Ja, also Kipp, jetzt komm. Das ist jetzt, das ist echt kindisch, ne? Also, nee,
alles nur natürlich Spaß. Ja? Es hat sehr viel Spaß gemacht und eine kleine Vorschau. Das nächste Freundschaftsspiel steht schon in den Startlöchern, nämlich Kip hat gegen den YouTuber Totti Games gespielt, beziehungsweise mit ihm gespielt und hat hier auch ein paar nette Aufnahmen gemacht. Und die kommen dann in den nächsten Tagen auch. Ich glaube auch als fertiges Video, als Videopremiere, weil die Livestreams irgendwie hier nicht so richtig funktionieren momentan. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Spore oder Nightstream. Mal gucken, es ist momentan ein bisschen random. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und schreibt euch auch in die Kommentare, wenn es euch nervt langsam, wenn ich immer sage, schreibt es in die Kommentare. Aber wir sind in einer Demokratie und auch der Zuschauer darf mitentscheiden. Das war's. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss. Und checkt's Blood Boys Kanal aus.